Ich glaube, wir befinden uns ziemlich am Ende von Corona. Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, was passiert jetzt? Besonders in Bezug auf die Endzeit. Wir sind heute übrigens zum zweiten Mal in unserem neuen Studio. Mich macht's glücklich, hoffentlich euch auch. Aber ihr kennt wahrscheinlich keinen Unterschied. Na egal. Wir möchten erst so ein bisschen auf das Ende der Welt zu sprechen kommen. Und danach, was ich konkret denke, was jetzt nach Corona passieren wird. Wichtig ist zu verstehen, dass die Menschen schon immer gedacht haben, dass das Ende der Welt da ist. Vielleicht erinnerst du dich sogar in der Bibel, sagen sie, wir glauben, dass das Ende nahe ist. Und die glauben sogar in der Bibel, die Akteure, dass sie noch das Ende erleben werden. Haben sie leider nicht erlebt. Aber die konnten es damals auch gar nicht erleben. Wir haben darüber mal ein Video gemacht, weil in Jesaja und in der Offenbarung sehen wir Bibelstellen, die darauf hindeuten, dass vor ein paar hundert Jahren ein Zeitpunkt erreicht wurde. Und nach diesem Zeitpunkt kann Gott jede Stunde, jeden Tag wiederkommen. Und vor diesem Zeitpunkt hätte er wahrscheinlich auch wiederkommen können, aber die Prophezeiung, und das war die letzte Prophezeiung, ist erfüllt worden vor ein paar hundert Jahren. Das Video verlinken wir euch unten. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ich glaube, das war das 17. Jahrhundert. Heißt, nach dem 17. Jahrhundert kann Jesus wiederkommen. Jetzt ist aber so das kleine Problem, dass Menschen schon immer, wenn Krisen da waren, große Krisen da waren, gedacht haben, dass das Ende der Welt da ist. Zum Beispiel damals in der Bibel. Die Leute, die Juden, wurden unterdrückt vom Römischen Reich. Ich weiß nicht, also wir leben hier in Freiheit, obwohl Corona da ist. Aber stell dir vor, ein böses Land kommt nach Deutschland und unterdrückt uns Deutschen sehr, sehr stark. Das war die Situation damals von den Juden und die dachten, das ist das Ende der Welt, schlimmer geht's nicht. Dann im Mittelalter dachten die Leute, es ist die dunkelste Zeit, Jesus muss irgendwann wiederkommen. Dann im Dreißigjährigen Krieg, dann im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, jeder dachte, Hitler wäre der Antichrist. Dann zur Jahrtausendwende, 2000 Jahre, das Ende muss gekommen sein. Weltwirtschaftskrise, ganz viele Dinge sind passiert und die Menschen haben immer Parallelen gefunden. Im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg haben immer Parallelen gefunden zwischen dem, was gerade passiert und dem, was die Offenbarung sagt. War es immer das Ende der Welt? Logischerweise nicht, weil wir sitzen ja noch hier. Und ihr müsst mir zuhören. In der Bibel steht außerdem, den Spruch kennst du wahrscheinlich, niemand kennt das Ende außer der Vater alleine. Der Spruch, würde ich sagen, ist nur halb richtig, weil ich glaube, dass es gibt so viele Experten, so viele Menschen, die denken, dass sie wissen, wann das Ende da ist. Dass es wahrscheinlich für jeden einzelnen Tag jemanden gibt, der glaubt, dass an genau an diesem Tag. Hört ihr das? Wir sind in eine Stadt gezogen. Also ich glaube, es gibt für jeden Tag gibt's jemanden, der glaubt, heute geht die Welt unter, morgen geht die Welt unter, weil es gibt so viele unterschiedliche Meinungen. Deswegen so, niemand weiß den Tag außer der Vater, ist wahrscheinlich fast falsch, weil es gibt jeden Tag jemanden, der denkt, dass das Ende der Welt da ist. Aber es war ein kleiner, unnötiger Side-Fact, meiner Meinung Das heißt, befinden wir uns in der Endzeit? Theoretisch befinden wir uns in der Endzeit, seitdem Jesus da war und Jesus weggegangen ist. Seitdem befinden wir uns in einer Zeit, die immer weniger wird, weil wir wissen, irgendwann kommt der Punkt, an dem wird Jesus wieder zurückkommen. Finden wir Parallelen aktuell von Corona und dem, was in der Offenbarung steht? Meiner Meinung nach schon. Da gibt es auch einige sehr gute Videos. Hat man aber auch im Zweiten Weltkrieg Parallelen gefunden zur Offenbarung? Ja, und es hat halt nicht so ganz gestimmt. Deswegen, da sollte man mal ein bisschen vorsichtig sein. Okay, aber jetzt kommen wir dazu, was wird jetzt konkret kommen? Also meiner Meinung nach befinden wir uns natürlich irgendwo in der Endzeit, aber nicht in dieser klassischen Endzeit, über die wir schon mal in einem Video gesprochen haben. Also was kommt jetzt? Meiner Meinung nach, oder das ist relativ logisch, kommen wir auf jeden Fall in eine mega finanzielle Krise, weil ganz viele Firmen sind pleite gegangen, ganz viele Menschen haben ihre Arbeitsplätze verloren und es werden jetzt nach Corona, nachdem Corona jetzt endet, auch noch ganz, ganz, ganz viele Firmen Insolvenz anmelden. Das zum Wirtschaftlichen. Auf jeden Fall wird es politisch sehr interessant werden. Ich habe gestern was gelesen. Ich möchte es euch vorlesen. Ich möchte das gar nicht bewerten, aber ich fand es sehr interessant. Ich fand es sehr interessant, deswegen möchte ich es gerne teilen, weil das spricht so ein bisschen für das, was wir in den nächsten Jahren auch erleben werden. Da steht nämlich, die Linkspartei steht für eine antidemokratische Revolution, für die Aushöhlung der Bundesrepublik von Deutschland von innen. In der Linkspartei ist diese extremistische Haltung nun keine Randerscheinung mehr, kein problematischer Einzelfall, keine Splittergruppe, sondern Agenda. In der Parteiführung fest verankert, von 82% der Delegierten gewählt. Was heißt jetzt ganz konkret? Warte, ich habe das hier irgendwo. Im Klartext, die Bewegung fordert eine grundlegende Änderung des politischen Systems, notfalls durch eine Revolution, und lehnt die parlamentarische Demokratie und eine kapitalistische Wirtschaftsstruktur ab. Einer der größten deutschen Parteien. Heißt, politisch wird es in den nächsten Jahren auf jeden Fall sehr interessant werden. Was viele Menschen denken ist, vor Corona war die Welt gut. Wir konnten auf Konzerte gehen, wir konnten in Restaurants gehen, wir konnten in Kinos gehen.
Ist auch alles schön und gut, war auch so, aber die Welt vor Corona war alles andere als gut. Und die Welt nach Corona wird auch alles andere als gut werden. Es gibt böse Menschen, es gibt Menschenhandel, der viel zu groß ist, es gibt Kinderpornografie, es gibt Sklaverei, immer noch aktuell, es gibt unfassbar viele Morde, Vergewaltigungen. Die Welt ist kein guter Ort, die Welt ist ein gefallener Ort und das wird sie auch nach Corona bleiben. Und wichtig, die Welt war auch ein gefallener Ort vor Corona. Vergessen immer viele. Viele denken, es war der tollste Ort ever. Nur weil wir das Kino haben. Das Kino so. In 1. Johannes 2,15 steht was ganz Interessantes. Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendwas, was zu dieser Welt gehört. Denn wer diese Welt liebt, kann nicht zugleich den Vater lieben. Ziemlich krass, oder? Noch ein anderer Bibelvers, der sehr gut ist. Die Welt aber mit ihrer Unersättlichkeit wird vergehen. Nur wer tut, was Gott will, wird ewig leben. Das heißt, wir sehen in der Bibel ganz klar, haben wir auch in unserem letzten Video darüber gesprochen oder einigen Videos davor, wir müssen unseren Fokus klar setzen. Wenn du dich abhängig machst von dieser Welt, von diesen Politikern, von dem Geld, was wir hier auf der Erde verdienen, von deiner irdischen Familie hier, dann kann dir viel genommen werden und du wirst kein wirkliches Glück empfinden. Wenn wir unser Herz aber an das hängen, was Gott uns gibt und unser Herz an Gott hängt, dann wird uns Gott Freude schenken, die wir in nichts anderem auf dieser Welt empfinden werden. Dann kann eine Corona-Pandemie kommen, dann kann vielleicht bald ein Krieg kommen, dann kann vielleicht bald eine Klimakrise kommen, dann kommen kann, was will auf dieser Welt, denn diese Welt ist eh für uns nicht unser Zuhause als Christen, weil dann wissen wir, wo wir eigentlich hingehören und Gott wird uns Freude schenken, selbst in der größten Krise. Das heißt, egal was kommt in den nächsten Jahren, egal wie schlimm es wird, egal ob es noch schlimmer wird, ob unser Rechtssystem abgeschafft wird und wir bald in einem kommunistischen Staat leben, egal was passiert, wenn wir daran glauben, dass Gott der Herr in unserem Leben ist, dann werden wir, egal wie schlimm es uns geht, ein glückliches Leben führen.